Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VI. Im letzten Part sind wir in Darils Grab hinabgestiegen und haben ein cooles Easter Egg gefunden mit The World is Square. Nur halt rückwärts geschrieben, aber nicht Spiegel, sondern nur rückwärts. Und haben einige Gegner getroffen, nichts eigentlich Weltbewegendes und ein Erfahrungsei erhalten. Das war schon das Beste. So, hier sind noch zwei Kisten. Mach mal eine auf. Hier haben wir ein Monster in der Truhe! Und es ist ein Bossfight in der Truhe. Es ist nämlich der Gesandte. Der Gesandte. Er ist da. Yeah. Er wurde gesandt, um uns zu töten. Ja, der Gesandte ist gleichzusetzen mit der Schnecke. Im allerersten Part. Und ich glaube, ich brauche mal Osmose. Pustefisch. Ah, das ist eine sehr böse Technik. Die macht nämlich genau 1000 Schaden. Und wie jeder allererste Gegner, versteckt sie sich in ein Schneckenhaus. Wenn sie Schneckenhaus ist, einfach heilen. Und hey, schön MP abziehen. Yay! Einfach warten, bis sie wieder heraus ist, wie beim allerersten Boss. Wenn man das halt nicht checkt, dann haut man halt drauf und bekommt eine schöne Donnerattacke ab. Oder Beben um 8. Beben um 8! Und was war denn das jetzt gerade? Da, irgendwie war es gerade ein Lag. Egal. Weiter geht's! Bam, bam. Denn bei der Schnecke hat eine Feuerschwäche. Eine Feuerschwäche, aber. Naja. Sollte man eher nicht benutzen. Denn wenn man magisch angreift, dann. Oh, verdammt, sie geht wieder Schneckenhaus rein. Kontert sie gerne. So, warten, warten. Lalalalala. Gigavolt! Bam! 700 Schaden und Beben Nummer 8. Gegen Beben Nummer 8 müsste ich eigentlich Schwebe machen. Habe ich Schwebe? Schwebe. Celes hat er schon mal nicht. Und Celes nicht hat und sieht schlecht aus. So, wieder warten. Bis sie wieder raus ist. Und dann Feuer 2 drauf klatschen. Yay! Feuer 2! Jungs! 2000 Schaden. Ich finde es interessant, dass diese Schnecke. Oh, verdammt. Die Bossfight-Musik hat. Die ganz normale Bossfight-Musik. Und sie versteckt sich schon wieder im Schneckenhaus. Das nervt ein bisschen. Aber nichts, was man aushalten könnte. Ja, ich habe keinen Blitz eingegeben. Egal. So bekomme ich fast keinen Konterschaden. Quell 2. Forciere ich hier mal. Also, Schokobo. Ich wollte mit Setzer auch heilen. Das kann er nämlich. Aber es kommt der Schokobo. Yay! Vorbei und Gigavolt! Bam! Auf Celes! 6 und Schaden. Wieder beben. Schau mal, habe ich wirklich kein Schwebe? Das wäre nämlich sehr hilfreich jetzt. So, Kampf! Haut rein! So, Edgar, du bist mal für Heilung zuständig und es ist schon tot. Ist kein schwerer Gegner. Nur das Gigavolt kann nerven. Ziemlich sogar. Da, da, da. Zweimal G-Punkte erhalten. Setzer lernte Schlaf und eine Drachenklaue erhalten. Man könnte sagen, die Drachenklaue war in dieser Kiste. Die Drachenklaue ist eine sehr gute Ausrüstung für Sabin. Ich heile mich hier kurz mal. Unelementar. Ja, das stärkt schon mal Angriffskraft um 70 fast. Die Stärke auch um 3. Magiekraft braucht es zwar nicht, aber ist auch gut, dass es ein bisschen steigt. Ja, und weil ein Geiergurt hat, hat halt das Beben ihn geheilt. So, Ifrit braucht noch 4. Gut, die Celes hat bald Ifrit ausgelernt. So, hier haben wir noch eine Kiste mit Menschenfresser. Eine sehr gute Waffe. Naja, 164 Angriffskraft. Aber sie hat einen geilen Nebeneffekt. Es ist ein Messer. Messer kann eigentlich fast jeder ausrüsten. So, ziemlich jeder, ja. Und wie ihr seht, gibt M-Block, also magischen Block plus 10. Ist eine Zweihandwaffe. Kann Runen einsetzen, also ist es auch eine Waffe für Celes. Und hat den Nebeneffekt, dass es auf menschliche artige Gegner, die aussehen wie Menschen oder Diebe oder so ähnliches, doppelten Schaden verursacht. Kann sehr gut sein, diese Waffe. Und wenn sie kritisch trifft, ist es die erste Waffe, die 9999 Schaden verursachen kann im Spiel. Das ist richtig krass. Warum sie dann Menschenfresser heißt? Ja, sie ist halt sehr effektiv gegen Menschen. Aber sie zieht kein Leben ab. Das ist aber sonst okay. Gegen normale Gegner ist diese Waffe allerdings geht so. Es ist so eine geht so Waffe, also Mittel. Nichts das Beste. Aber gegen Menschen ist es das Beste. So, wir sind jetzt ganz unten in Darils Grab. Hier ist
irgendwie so ein Grabstein riesiger mit Blumen drauf. Ich schau mich hier noch ein bisschen um. Und spiele ein bisschen hier. Yay, yeah, mit! Ah, fast. Das wäre nämlich ein Esper gewesen. Ein ziemlich krasser. Ich sag's euch nicht welcher. Schade, schade, Marmelade. So, Ifrit. Wenn ich dreimal dieses Fledermaustreffer bei Set Sabbath spielen, dann kann man wirklich sehr geile Sachen machen. So, Todespolen. Eine sehr fiese Technik von diesen Pflanzen, die nebenbei Zombie verursacht. So, tot. Keine Schwierigkeit. Zweimal gepunktet, jetzt lernte Stumm. Ein Kampf noch, da müsste jetzt Zellers ja den Ifrit haben, ne? Ja, den mache ich noch. Komm, bei einem Kampf hier ist nix. Hier rechts ist auch nix. Auch wenn man hier runter geht, dann denkt man zuerst, hier geht's weiter oder sowas. Oh nein, Leute, hier ist leider nix. Auch auf der anderen Seite denkt man sich, hier ist ein geheimer Raum, eine geheime Kiste, irgendetwas. Oh nein, da ist leider nix. Ich muss euch enttäuschen. Da hätte man wirklich etwas Fieses machen können. Und warum vertippe ich mich heute andauernd? Was ist los? Schlechter Tag und so. Ah, Chocobo, ich rufe euch. Wahnsumma. Ihr seid im Wahn, die Gegner. Ah, Bio heilt sie. Das ist fies. Hätte ich mir auch denken können. Da die Gegner ja untot sind. Chocobo rennen. Ups. Dafür macht der Ifrit aber schön Schaden. Komm her. Wahnsumma. Verwirrt die Gegner. Oh, die sind aber immun dazu. Ja, ein paar Techniken, weiß ich nicht mehr, was immun zu was ist. Kommt man halt nicht mehr drauf. Muss wieder alles von vorn lernen. Ugh. So, zweimal Keypunkt und Setzer lernt langsam. Setzer lernt Sauger. Juhu! Und Setzer hat auch in Esper fertig, nämlich die Sirene. Die Sirene ist fertig. Das heißt, ich gebe dir mal. Schauen wir mal. Ja, Seraphim. Damit auch ein bisschen Heilung lernt. Du hast Karfunkel, das geht noch. Du hast einen Golem, der ist bald fertig. Und dir gebe ich jetzt, schauen wir mal, das ist frei. Schwebe, oder gibt noch was Besseres? Einhorn. Ja, das Einhorn. Oder? Das wäre auch nicht schlecht. Es ist alles nicht schlecht. Aber da Zellis jetzt gerade ein Level up hatte, ja. Dann ist das schon okay. Gut. Dann den Grabstein einfach mal berühren. Hier ruht Daryl. Oh. Mein Gott, hier ruht jemand. Hä? Was ist los? Hä, was? Wir werden angegriffen von einem Boss. Nämlich von Dullahan. Der gleich mal Level-Fragezeichen Perlen macht. What the hell? Und es wirkt auf gar keinen. Das ist nämlich eine ziemlich krasse Magie. Hin und wieder. Und ich mache mal Karfunkel hier. Ich schütze mich vor magischen Angriff. Eis 3 hat er drauf, der Gute. Also nicht unterschätzen. Autsch. Rubinkraft. Ich finde nur schade, dass Reflekt nicht ewig gilt. So, Rubinkraft. Juhu. Und jetzt blinken wir alle blau. Somit sind wir Reflekt und geschützt vor jedem magischen Angriff. Feuer 2 auf mich selber, auf alle. Wupp, 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 wupp. 4x Feuer 2 ist das jetzt. Stärker wie normaler Feuer 2. Und das Level Fragezeichen Perlen, was am Anfang gemacht hat, das kann richtig fies sein. Das hängt nämlich von euren Gil ab. Und nein, nein. Nicht das. Fragezeichen auf Reflekt. Das ist sehr böse. Alle, die Reflekt haben, bekommen alle Zustände, wenn ihr Pech habt. Ich hab das Glück. Sabin hat nur stumm erhalten. So, Feuer 2. Wups, Brennschön, Dullahan. Brennschön. Lagomorph. Der Setzer ist jetzt der Einzige, der heilen kann. Außer vielleicht Sabin noch. Aber da kann ich die Kombination nicht mehr, oder? Ich probier's mal. Er macht Eis 3, bringt Alex nix. Da ich einfach das mal reflektiere. So, Reflekt ist bald vorbei. Es ist nur noch bei Sabin vorhanden, wie man sieht. Und, okay. Ich habe versucht zu heilen, aber ich kann die Kombination nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr. Und ja, wie gesagt, das ist schon vorbei. Oh, 400 Schaden. Au. Morgenstern. Das ist böse. Das ist nämlich sehr krasser Schaden. So, heil mal hier. Zellers bitte. Quell 2. Und du, Setzer, du machst einen auf Phönixfeder für Edgar. Der Dullahan ist nicht zu unterschätzen. Er hat eine Feuerschwäche. Eis heilt ihn.
Und warum habe ich schon wieder so wenig MP? Das geht ja gar nicht. Was ist denn los? Und wieder Level Fragezeichen Perlen. Hängt von euren Gil ab, was das Fragezeichen ist. Will heißen, wenn zum Beispiel ihr Gil habt, sagen wir, die Anzahl der Gil ist durch 2 teilbar, dann ist das Level 2 Perlen. Wenn eure Anzahl an Gil durch 3 teilbar ist, Level 3 Perlen. Wenn ihr ein Primzahl-Level habt, dann wirkt das sowieso nicht auf euch. Aber es kann schon fies sein, wenn man das nicht checkt, was das heißt, Level-Fragezeichen. Es ist halt die Summe aus euren jetzigen Gil. So einfach ist das. Somit eigentlich ziemlich lustige Technik, die immer auf ein anderes Level geht. Kann richtig fies sein. So, Feuer 2, zünden wir den Dulahan wieder an. Oh, das ist sehr finzig gerade, Setzer. Ah ja, habe ich einen Feuer gegeben, ne? Langsam! Ich mach den mal ein bisschen langsamer, den Dulahan. Wie gesagt, nicht unterschätzen diesen Gegner. Er kann richtig böse sein. Kettensäge! Ich habe dich mal verlangsamt, Freundchen. Und ist gegen daneben! Absolut null! Eine Eisattacke, die auf alle geht. Und ziemlich geil aussieht. Hui! Die hatten wir schon mal. Oder? Egal. So, Trommeln! Sabin kann ich zaubern, aber egal. Er haut so auch so rein. Kettensäge, Edgar! Yeah! Ja, der Dulahan hält viel aus. Oh ja. Aber ich finde auch komisch, dass er kein menschlicher Gegner ist, auch wenn er so ein bisschen menschlich aussieht. Das ist wirklich ein bisschen komisch. Also Runen. Ich mache hier mal Runen mit Zelles, damit jeder magische nächste Angriff daneben geht. Jeder, auch mein eigener. Oh, er ist schon tot. Er ist nicht zu unterschätzen, der Dulahan. Er kann euch einfrieren, er kann mit Eis sehr viel Schaden machen. Es ist ein eisiger Gegner. Oh ja. So, 5 Magiepunkte gibt's dafür. Yeah! Party! Juhu! Wir haben ihn besiegt! Setzer lernte Quell, Edgar lernte Reflekt, Sabine lernte Quell 2, Sabine lernte Stopp, Sabine lernte A-Schutz. Und hier ist ein geheimer Schalter, wo da hinten eine Tür aufgeht. Auch interessant. So, du hast einen Golem gelernt, jetzt bekommst du mal Kirin. Und da hinten sehen wir gleich eine sehr geile Szene. Oh yeah. Dass ich so viel MP verbrauche, ist schon ein bisschen krass. So, da hinten, da geht's nämlich runter. Und eine traurige Musik. Das erinnert mich an viele Dinge. Dieses Experiment, die Luftschiff ist ein wenig instabil. Das kann nicht dein Ernst sein. Was willst du beweisen? Okay, setzt es in Erinnerung, jetzt sehen wir hier. Pass auf, wo ihr hintrittet. Okay, man kann nicht runterfallen, auch wenn man es probiert. Wenn mir etwas passieren sollte, gehört der Falke dir. Unsinn, ich werde den Falken in einen Wettfliegen abjagen. Bleib lieber aus dem Weg. Sehr wohl, Meister. Okay, hat er eine schöne Zeit mit ihr. Es geht doch nichts über das Fliegen. Yay! Freiheit! Los, wo bleibst du denn? Na? Oder schwimmst du gern mein Kielwasser? Kurze Tutu! Vollgas! Der Falke ist schneller als wir setzen sein Luftschiff. Sieht auch ein bisschen anders aus. Du solltest nicht hören, wie du dich klingst, hey. Aber diesmal werde ich jeden Rekord brechen. Ich werde die erste Frau sein, die zu den Sternen geflogen ist. Sei vor Sonnenuntergang zurück. Ich warte von unseren Hügel. Wie das klingt. Ich werde zu den Sternen fliegen. Sei vor Sonnenuntergang zurück. Traum. Aber sie kam nie zurück. Das Wrack des Falken wurde ein Jahr später weit entfernt gefunden. Daryl.
Ich habe die Maschine repariert und ihn dann hier unten begraben. Bisschen sinnlos, aber wahrscheinlich die letzte Ehre. Dies ist der Falke? Ja. Ich habe ihn eingebunkert. Ich konnte nicht mehr sehen. Und die Musik, die jetzt kommt, ist fast die beste. Aber jetzt kann er uns retten. Der Falke. Da 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 da. Ich kann nicht anders, Leute, tut mir leid! Jetzt können wir das endlich schaffen! Wir können Kefkas Turm von der Luft aus angreifen! Wir können jetzt schon zu Kefka! Kein Scherz, Leute, es ist möglich! Und das ist die krasseste Challenge. Und die Musik ist... Ah! Ich lieb sie, ey! Der Fall gibt uns eine letzte Chance! Die letzte! Aber zuerst müssen wir unsere Freunde finden. Genau, alles der Reihe nach. Endlich wieder Hoffnung. Ab jetzt heißt es Open World. Wir können alles machen. Alles. Hey, ein Vogel. Ich finde diese Musik geil. Setzer, folge diesem Vogel. Warum? Ich weiß nicht, aber eine innere Stimme redet mir dazu. Da, da, ich chille. Das Flugschiff geht jetzt von alleine. Bis hierher. Ab jetzt kann ich selber steuern. Ich lande mal sicherheitshalber. Denn es kommt hin und wieder etwas Lustiges da oben, sag mal so. Ich lasse jetzt die Musik ein bisschen laufen, die ist wirklich sehr geil. Und sage an dieser Stelle, bis zum nächsten Part. Was werden wir hinter dieser Möwe finden? Ach, diese Musik. Ah! Ich lasse es euch auch genießen. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.